So, getrocknet. Und ich muss sagen, sogar sehr cool getrocknet. Hättet ihr gedacht, dass das Gold, als es nass war, dann so cool trocknet? Ich bin immer wieder überrascht, wie golden das Gold eigentlich trocknet, weil im nassen Zustand ist es ja so ein bisschen beige mit ein bisschen Goldflimmer drin. Und wenn es dann wirklich trocken ist, richtig cool, oder? So, wir haben jetzt wahrscheinlich wieder einiges in Reflexion dabei. Wir können mal schauen, ob wir diesen magischen Wassermoment zaubern können. Also dann, als ob man einen Firnis drüber macht. So, Pinsel mit Wasser. Und wenn wir da mal drüber gehen, bekommen wir ein bisschen mehr Definition rein. Dass die Kamera jetzt so aufhängt, sei dahingestellt. Aus dem Winkel zumindest. Aber das kann man zum Beispiel machen, um zu schauen, wie die Farben richtig wirklich aussehen im Vergleich zu dem trockenen Acrylfarben. Die sind gerade, je dunkler die Farben sind, desto matter trocknen sie auf. Gerade bei Schwarz und ja, wie gesagt, dunklen Tönen ist es besonders. Und wenn man da mit Wasser drüber geht, sieht man den Effekt, den es dann hätte, wenn man ein Firnis drüber macht. Oder Resin, ne, Epoxidharz am Ende. So, ich finde, es ist ein cooles Bild geworden. Die Geschmäcker gehen da immer auseinander, ich weiß. Mir gefällt es sehr gut und ich würde denken, das hat sogar eine Schicht Resin verdient, so für die Ewigkeit. Ich habe hier die ein oder anderen kleinen Hubbeln drauf, wo ich dann wahrscheinlich doch nicht richtig gut gemischt hatte. Oder im Untergrund, das sind ja schon einige Pours drauf gewesen, auch schon kleine Huckeln gewesen sind, was die Farbe verzieht. Und damit das Ganze richtig schön eben und glatt ist, denke ich mir, machen wir doch da einfach eine Schicht Resin drüber. Da ich dazu auch immer wieder Fragen bekomme, worauf man achten sollte, was passieren kann und, mache ich das in ja, einem separaten Video und gehe einfach nochmal alle Schritte durch, wie ich jetzt persönlich meine Bilder, wenn sie eine Resin-Schicht bekommen soll, wie ich das mache und worauf ich achte. So, für dieses Video erstmal genug erzählt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Wenn Fragen sein sollten, wie immer, schreibt es mir in die Kommentare, dann antworten wir gerne darauf. Und gebt mir einen Daumen nach oben für das Video, wenn es euch gefallen hat, Fragen beantwortet hat. Abonniert unseren Kanal, auch gut. Dann verpasst ihr die zukünftigen Videos nicht und helft uns auch mit unserer Reichweite, damit wir weiter werbefrei für euch bleiben können. Ist euch vielleicht aufgefallen, wir haben keine Werbung in unseren Videos. Wir möchten das auch gern so beibehalten und würden uns natürlich freuen über jeden Abonnenten, den wir bekommen können. So, genug erzählt. Vielen Dank für eure Zeit. Viel Spaß bei euren Projekten und bis bald.